So, nachdem Georg den ganzen Sack leer gezogen hat, jetzt ziehe ich bestimmt auf Anhieb das wilde Teilchen. Och, scheiße! Egos! Hallo, liebe Freunde des gepflegten Brettspiels. Ja, und herzlich willkommen. Ja, zu diesem Video über Ecos, den ersten Kontinent. Ja, wir befinden uns auf dem ersten Kontinent. Wir sind hier umschlossen von irgendwelchen Wassermassen, sitzen auf unseren Bäumchen und Bergen und berichten euch über dieses schöne Spiel von Alarak Entertainment Group. Von John Declare, ne? AEG. Declare whatever. Yeah, whatever to declare. Ein Spiel, was sich laut Packungsangabe gar nicht so lang spielt, was dann aber im Live-Einsatz beweist, dass es doch ein bisschen länger dauern kann, auch wenn man es nicht zu sechs spielt. Aber eigentlich wollen wir das jetzt gar nicht vorwegnehmen. Georg zeigt euch jetzt erstmal die Regeln, wie Ecos gespielt wird, und dann sehen wir drei uns wieder zum Fazit. So, ich habe hier mal was Kleines aufgebaut, hier mit so einer kleinen Art, mit so einem kleinen Dings können wir anfangen, hier entweder vom Wasser umschlossenes, so, solches Gebiet, oder auch ein Fluss. Wir nehmen einfach zwei Wasserplättchen und zwei Landplättchen, wobei wir das eine auf die Wüstenseite und das andere auf die Wiesenseite drehen und bauen die einfach beliebig zusammen. Das ist hier einfach unsere Startaufstellung. Und worum geht es in diesem Spiel? Dieses Reich muss einfach entwickelt werden, und da soll im Laufe des Spiels sollen da weitere Plättchen hinzukommen. Das ist noch eine Wiesenlandschaft, das ist hier noch eine Wüstenlandschaft und so weiter und so weiter. Und wir möchten, dass es möglichst groß wird und dass wir dann hier hinterher möglichst viele Siegpunkte bekommen. Jeder baut daran an diesem Teil. Jeder kann irgendwie auch Tiere und Dings setzen. Niemand gehört irgendeinem Gebiet, sondern das wird dann einfach nur gemeinschaftlich verbaut. Ja, was machen wir denn da jetzt? Zunächst einmal bauen wir darum. Es geht alles hier um diese Karten, die wir haben. Und nur so können wir bauen, können wir sonst irgendwas machen. Es gibt hier Karten, die es erlauben, zum Beispiel eine solche Karte. Da darf man also ein Plättchen legen, ein Landplättchen, entweder ein Wiese oder ein Wüstenplättchen. Dann nimmt man das einfach vom Stapel hier, dreht das auf die entsprechende Seite und legt das irgendwo an. Man kann das auch, es muss nur mit einer Seite irgendwo anliegen, und schon ist das Ding der Kittel geflickt. Dann wird was ganz Tolles gemacht unten: erhalte zwei Siegpunkte pro angrenzender Wiese, falls du eine Wiese gesetzt hast. Haha, haha. Dann drehen wir das doch andersrum. Das war dieses Plättchen, und dann wollen wir es so setzen. Und dann erhalten wir gleich mal zwei Siegpunkte. Dazu gehen wir mit unserem Meeple, den wir vorher aufgebaut haben. Das ist hier ein toller, schöner, kleiner Cube. Und mit dem gehen wir dann einfach zwei Siegpunkte vor. Das ist, nennt man dann so eine Karte aktivieren. Ja, ich habe dann diese Karte aktiviert. Ihr seht es hier oben. Es gibt hier drei Zacken hier an diesem Blatt. Das heißt, diese Karte kann ich dreimal aktivieren. Wenn ich die das erste Mal aktiviert habe, dann wird sie so umgedreht und dann sind nur noch zwei Zacken hier in der Krone. Da, wenn ich sie nochmal aktiviere, wird sie nochmal umgedreht. Ich kann sie dann ein drittes Mal aktivieren. Doch wenn die eine Zacke übrig bleibt und ich sie dann nochmal aktiviere, kommt sie dann schließlich aus dem Spiel und wird entlassen. Also so kann man dann mit verschiedenen Karten hier irgendwas machen. Wie die Karten ins Spiel kommen, das zeige ich dann später nochmal. Ich möchte zunächst einmal alles erklären, das Vokabular erklären, was die Karten hier sagen. Das ist immer vorne dran so eine Aktion. Wir dürfen also einen Berg setzen. Grundsätzlich dürfen wir einen Berg auf jedes Landfeld setzen. Und der Berg eröffnet uns dann irgendwelche Möglichkeiten dann dabei. Das ist das, hier haben wir zum Beispiel dann, gut, hier setzen wir einfach den Berg hin. Und dann steht da hier zum Beispiel, erhalte zwei Siegpunkte. Dann würde ich wieder zwei Siegpunkte bekommen, wenn ich die Karte aktiviere. Und erhalte zwei Siegpunkte, falls angrenzend an 0 oder einem Berg. Also dieser hier ist angrenzend an 0 Berge. Da sehen wir hier gleich wieder eine Vokabel. Angrenzend heißt, dass es auf dem Feld oder auf einem benachbarten Feld etwas Gleiches geben muss, dann, ja, angrenzend. Das ist dann, ja, bei den Bergen geht es nur auf einem anderen Feld, was dann da ist. Ja, wenn jetzt zum Beispiel der nächste Berg gesetzt würde,
ich das ein zweites Mal aktiviert hätte. Hier setze ich einen Berg hin. Die Berge sehen übrigens nur unterschiedlich aus. Das ist einfach nur ein bisschen eine grafische Gestaltung, mehr ist es nicht. Der wäre jetzt angrenzend an einem Berg. Ja? Und dann ginge das Spiel weiter, würde ich auch nochmal zwei Siegpunkte erhalten und hier immer auf der Leiste nach vorne gehen. Man sieht dabei immer sehr schön einen kleinen Überblick, wo sind dann die anderen Leute. Dasselbe gibt es natürlich auch. Hier setzen einfach von Wiesenplättchen. Dazu muss man sagen, die Karten sind alle individuell gekennzeichnet, haben alle unten eine schöne Nummer. Keine zwei Karten sind gleich. Es sind immer andere Karten da. Es gibt dann auch noch Bäume, die man setzen kann. Also hier zum Beispiel habe ich mal eine Baumkarte. Da kann ich dann zwei Bäume setzen. Die kann ich dann einfach hier und hier draufsetzen. Auf zwei unterschiedliche Felder zum Beispiel setzen. Jetzt müssen wir gucken, wie geht das? Kann ich auch einen Baum in die Wüste setzen? Nein, das kann ich nicht. Einen Baum kann ich tatsächlich nicht in die Wüste setzen. Dazu ist der Baum zu klein, zu schwach, sonst wie. Ich darf aber einen Baum auf eine Wiese setzen. Und hier auf die Wiese darf ich auch, wo ein Berg da schon da ist, ist egal, kann ich auch einen Baum dazu setzen. Und ich kann sogar einen zweiten Baum auch dazu setzen, hier zu einem Berg auf einer Wiese. Ein Berg in einer Landschaft erhöht immer die Anzahl der Bäume, die man da platzieren kann. Der Berg dürfte zum Beispiel auch hier sein, dürfte hier auch einer liegen und dann darf man hier auch einen Baum setzen. Bäume bleiben dann auch da stehen, sage ich mal, wenn sich die Landschaft ändert. Durch irgendwelche Karteneffekte gibt es mal, dass man eine Wiese umdrehen kann in eine Wüste. Der Baum bleibt aber dann da bestehen. Also kann es auch immer mal sein, dass die Landschaft nicht ganz regelkonform aussieht, aber sie ist es dann trotzdem, weil die Karteneffekte können immer auch mal ein bisschen was aushebeln hier an den Teil. Ganz genauso geht das hier mit Platzierung dann von Tieren. Wenn ich eine Karte habe, die mir es erlaubt, ein Tier zu haben, zu setzen, kann ich zum Beispiel sowas machen hier. Das ist eine Seekuh. Da sieht man in der Ecke hier so ein blaues Kästchen da drin. Das bedeutet, dass man diese Seekuh hier auf Wasser legen darf. Das sind so die generellen Platzierungen hier. Ja. Man muss immer gucken, was sind das für Tiere, wo dürfen die hin? Normalerweise, es gibt auch Tiere, die in Graslandschaften zu Hause sind, die kommen dann da rein. Aber es gibt dann Karten, die es erlauben, Tiere oder Tiergruppen zu bewegen. Dann darf man die auch einfach bewegen, moven und man darf sie dann auch auf ein Wüstenfeld setzen. Man darf allerdings keine Landtiere einfach so ins Wasser stellen. Es gibt ein paar Ausnahmen dabei, das Flusspferd zum Beispiel, das ist im Wasser und auf Land zu Hause, das darf also beliebig dann bewegt werden. Aber alle anderen nicht, die würden dann entweder, wenn sie auch bewegt werden müssten, dann sterben bzw. einfach vom Feld verschwinden. So läuft das Spiel. Man sollte sich da mal ein bisschen die Karten auch anschauen, was die Karten denn da alle können. Und wirklich, wie gesagt, jede Karte ist individuell gestaltet und insofern muss man da immer ein wenig aufpassen, was man da alles kann und was nicht. Dazu gibt es dann Karten, die eben einerseits sowas können, das Einsetzen. Wir haben so verschiedene Einsetzkarten und die dann natürlich ein paar Siegpunkte dann ergeben. Aber es gibt dann auch ganz normale, einfachere Karten, die es dann einfach erlauben, einfach nur Ressourcen umzusetzen. Also ihr seht hier, links sind dann immer Ressourcen, die man braucht, um diese Karten zu aktivieren. Und man erhält dann für eine Sonne, die man dann hat, kann man diese Karte aktivieren und erhält dann eine andere Ressource, die eventuell seltener vorhanden ist. Ja, das sind ganz einfache Karten, das sind Platzierungskarten und es sind Karten, die einem hinterher viele Siegpunkte bringen, gerade wenn es in Richtung Endgame geht, wenn das große Teil hier erhalten ist. Da seht ihr hier zum Beispiel mal eine Karte. Ihr dürft hier ein Plättchen platzieren, ein Wüstenplättchen dürft ihr hin platzieren. So, und dann kriegt man gleich 6 Siegpunkte, wenn man diese Karte aktiviert. Und dann erhalte ein Siegpunkt pro Berg oder Wasser in oder angrenzend an diesem Lebensraum. Haha, jetzt kriege ich dafür der Lebensraum. Was ist denn dieser Lebensraum? Das ist ein Wüstenlebensraum. Da muss man immer aufpassen, es gibt dann verschiedene, die Lebensraumdefinition. Das ist ein Wüstenplättchen, was ich gelegt habe. Also ist das hier alles zusammen ein Wüstenlebensraum. Und dann erhalte ich jetzt einen Siegpunkt pro Berg.
der angrenzend ist, pro Berg oder Wasserfeld, was angrenzend ist, an den Lebensraum. Angrenzend oder in dem Lebensraum. Also dieser Berg ist in, dieser Berg ist angrenzend an, der ist auch angrenzend an, dies Feld ist angrenzend, angrenzend, also würde ich 5 Siegpunkte noch zusätzlich erhalten. Diese Karte bei Aktivierung gibt mir jetzt also in diesem kleinen Spiel hier schon relativ viele Siegpunkte, nämlich 6 einmal so und dann nochmal 5 unten. Das würde bedeuten, also da, mit der Karte kann man dann schon einiges an Punkten machen. Die sind dann typischerweise im Endgame besser, die kann ich aber auch nur 2-mal verwenden. Dann. Da habe ich dann also 20 Siegpunkte mitgemacht, das ist dann schon eine Menge Holz. Die Tierkarten sind ähnlich dann hier, Löwen, wenn man die bewegt dann, oder die Löwen in der Gruppe fressen einfach angrenzende Tiere. Wenn man viele Löwen hat, zum Beispiel, ich habe es mal versucht, ein Löwenfeld aufzubauen, aber das wurde mir zunichte gemacht von der Ines mal, das ist dann, die ist dann gefisselt, diese Karte. Hier, aber erhalte dann 4 Punkte pro entfernten Tier, wenn man dann 4, 5 Tiere hat, hat man gleich natürlich um die 20 Siegpunkte bekommen mit einem Mal von dieser Karte. Das ist natürlich ein Traum. Bei 80 Siegpunkten wird das Ende eingeleitet von einem großen Feld. Oder hier, diese Karte sieht sehr unscheinbar aus. Erhalte einen Siegpunkt pro Feld in der kleinsten Landmasse. Ja, was ist denn jetzt eine Landmasse? Das ist kein Lebensraum, sondern das hier ist eine Landmasse von 5. Das ist hier eine Landmasse von 1. Und das hier, das wäre die Karte, würde also einen Siegpunkt geben. Man könnte sich aber natürlich vorstellen, dass wenn man nur eine große Landmasse baut, wenn man also hinterher versucht, tatsächlich die hier zu verbinden, mal die Landmassen, hat man nur noch eine, ist das natürlich automatisch die kleinste Landmasse und dann hat man gleich 3, 5, 6, 7 Siegpunkte. Wenn man da nicht einen hat, der dagegen spielt, dann hat man schon mit dieser Karte relativ viele Punkte gemacht. So seht ihr es, wir haben unterschiedliche Karten, die wir quasi ausspielen. Wir haben am Anfang ein Startset von 12 Karten, was man sich draften kann. Dazu kommen dann hier von einem Stapel, von der blauen Stapel 4 und von dem 8 Stapel dazu, von dem Stapel 8 Karten dazu. Da haben wir also 12 Karten auf der Hand, von denen man 3 ausspielen kann. Ja? Hier gibt es zum Beispiel, ich sag mal folgendermaßen, hier sieht man dann Symbole, die man dann nutzen kann. Wenn die Karten dieses gleiche Symbol haben, dann nimmt man die alle auf die Hand. Und dieses dunklere Symbol und es gibt so dieses kleine schattige Symbol hier, die da drauf sind, das sind dann eben diese Schattensymbole, das sind die Handkarten. Die dunklen sind dann die, die man tatsächlich ausspielt. Das könnte man auch machen. Man nimmt sich einfach dann die 12 Karten, die dieses Symbol haben und spielt dann da die dunklen Karten davon aus. Das wären so vorgegebene Startsets, aber wie gesagt, man kann das auch wunderbar mit Draften spielen. Man muss nur wissen, was die Karten ungefähr machen können, man muss lesen, dann kann man das auch wunderbar draften. Manche Leute sind aber ein bisschen überfordert, aber dafür gibt es dann eben diese Start-Rule-Set. Ja, und was ist dann? Also ich habe 12 Karten, die ich auf die Hand nehme. Die anderen Karten spiele ich aus, lege ich dann 3 Karten lege ich hin vor mich und dann geht's los. Dann bestimmen wir einen Startspieler und wir haben dieses wunderbare Säckchen, endlich mal wieder ein Säckchenspiel. Da sind diese wertigen Teile drin. Diese Teile, die haben auf der einen Seite ein Symbol. Das wird gezogen und jeder hat solche paar Cubes, die hier in der Schachtel sind. Da haben wir immer, starten wir mit 7 Cubes. Und dann kann jeder auf diese Graslandschaft hier einen Cube setzen und wir haben schon, sehen schon, dass wir hier sofort eine Ressource haben, um dieses Teil hier tatsächlich eventuell zu aktivieren. Und wie geht es dann weiter? Es wird immer weiter gezogen, weiter, weiter, weiter. Derjenige, der Startspieler ist, zieht immer weiter einfach und es werden der Reihe nach 1, 1, 1, immer einzeln der Reihe nach diese Felder hier belegt. Wenn man dann aber zum Beispiel auch sowas hat, dann tut man hier mal die Sonne drauf und irgendwann mal wird dann ein anderes Teilchen gezogen. Ich wollte das mal zeigen, wie es dann geht. Da wird noch so ein Teil gezogen. Ja, dann setze ich die hier drauf. Ihr seht aber, da geht einem ja die Würfel aus, wenn man hier, gerade wenn man am Anfang so große, mächtige Karten hat,
die natürlich dann auch sehr viele Ressourcen brauchen. Ich habe insgesamt nur 7 Würfel da. Was mache ich denn, wenn ich einen so einen Teil sehe? Also ich könnte es verwerten. Ich will es aber gerade nicht verwerten, weil ich diese große Karte vielleicht gar nicht aktivieren will oder sonst irgendwas. Dann kann ich auch hier mein Plättchen, mein Startplättchen nehmen, was normalerweise bei Start liegt, und drehe das dann um einmal rum. Wird dann die nächste Ressource gezogen, die ich auch nicht verwenden möchte. Dann drehe ich das noch einmal weiter rum. Und da steht jetzt schon, du darfst eine Karte erhalten. Ich dürfte jetzt also sagen, dass ich hier mir eine Karte nehme, jeweils eine oder zwei von dem. Also ich muss 2 Karten vom beliebigen Stapel nehmen. Und dann kann ich mir die anschauen und dann kann ich eine davon mir auf die Hand nehmen und die andere hinlegen. Oder aber ich warte noch, bis das nächste Teilchen gezogen wird, was ich nicht verwenden kann. Zum Beispiel wieder die Sonne. Dann drehe ich das um und dann kriege ich einen weiteren Cube in meinen Vorrat zum Beispiel. Oder aber ich kann eine Karte von meiner Hand, hier von meiner Handkarten, hier einfach ausspielen und da zusätzlich dazulegen. Könnte ich auch machen, so oder so, muss ich das Plättchen dann allerdings wieder auf Start drehen. Das Ganze läuft so lange, bis ein Spieler, nehmen wir mal an, tatsächlich was Richtiges gezogen hat, ha, hier ist schon wieder eine Sonne, kann ich alles nicht gebrauchen, drehe ich alles weiter hier. Oder aber ich ziehe mal einen Teil, erstmal gucke ich mal, ob ich meinen Teil nicht ziehen kann, was ich hier mal tatsächlich gebrauchen kann, um euch was zu zeigen. Hier haben wir ein schönes Reh. Ihr seht übrigens hier, die Anzahl der Plättchen, die in dem Beutel drin sind, ist hier überall von jeder Sorte, steht hier drauf. Ihr könnt also Wahrscheinlichkeiten so ein bisschen ermitteln, nach dem, was ihr da zieht. Nichtsdestotrotz kann man auch mal Teile erwischen, die man nicht gebrauchen kann. Ich sehe jetzt hier mal ein Teil, was ich jetzt zufällig mal ziehen möchte. Das ist hier dieses Teil wollte ich jetzt zufällig gezogen haben und jetzt setze ich das hin, kann diese Karte aktivieren und rufe jetzt Ekos. Ekos, Ekos, Ekos. Diese Karte ist jetzt hier voll belegt. Ihr seht das hier. Habe ich gar nicht gezeigt in meinem Bild, aber die hatte ich jetzt voll belegt dadurch und jetzt kann ich 2 Bäume setzen und so und ich erhalte dann 2 solche. Kann ich da beliebig setzen, da kann ich es natürlich nicht hinsetzen, sondern aber da kann ich noch einen zweiten Baum hinsetzen. Und dann erhalte ich noch 2 solche Gräser, die ich für was anderes verwenden kann. Die kann ich dann hier auf 2 andere Karten einfach legen. Hier, ihr seht das hier unten vielleicht am Rand, dass ich das mache. Aber man kann beliebig viele Karten ausspielen, man kann beliebig viele Karten in der Hand haben. Und dieses Teil wird dann getappt, wird dann so rumgedreht und vor mich hingelegt wieder. Und ich kann es nochmal aktivieren, wenn ich das dann möchte. Ja, so funktioniert das Spiel. Ich habe also die Karten, mit denen ich auf jeden Fall Effekte auslösen kann, die hier stattfinden. Es gibt aber auch Karten, die einfach nur so Effekte machen, die mir dann Ressourcen geben. Dann wickle ich das so ab, brauche ich nicht Ekos rufen. Aber wenn ich dann Ekos rufe, haben das eventuell auch mehrere in der Runde. Und dann geht das da von dem, der das Säckchen hat gerade und Säckchen gezogen hat, der darf als erstes. Und dann reihum dürfen auch alle anderen ihr Ekos abhandeln. Das muss man dann ein bisschen der Reihenfolge machen, aber das geht normalerweise auch relativ zügig von der Hand. Am Anfang ist es immer noch ein bisschen hakelig, weil man nicht genau weiß, was das alles ist. Wir haben hier, habe ich ja gesagt, wir haben hier Lebensräume, das Wasserlebensraum. Wir haben aber hier einen Wiesenlebensraum, aber es gibt auch einen Baumlebensraum. Hier zum Beispiel, das ist auch ein Lebensraum. Und wenn es dann heißt, du kriegst Baum in diesem Baumlebensraum Punkte, dann würdest du also hier 5 Punkte bekommen. Oder wenn du pro Feld in dem Baumlebensraum Punkte bekommst, bekommst du hier 3 Punkte. Im größten, ne? Ja, oder in dem kleinsten Baumlebensraum, ja, da muss man gucken, dass die ein bisschen zusammenwachsen. Das wäre dann auch noch ein bisschen schöner. So funktioniert das Spiel im Wesentlichen. Wenn jemand über die 80 kommt, bei einer Anfängerpartie kann man auch bis auf 60 gehen. Das seht ihr hier auf dieser Schale hier dabei, 60 oder 80. Dann wird das Ende eingeläutet. Das heißt, es geht noch so lange weiter, wie der Spieler, der gerade dran ist, nämlich so eine Wildcard zieht, so heißt es auch, ein wildes Teilchen in der Anleitung. Eigentlich sollte man das mit Joker übersetzen,
Aber wir haben ein wildes Teilchen. Also in diesem Fall hätten wir die alle noch gezogen. Ich zeige euch mal ein wildes Teilchen hier. Hier ziehe ich jetzt ganz zufällig mal dieses Teilchen. Und das sagt, ich darf mein Cube hinlegen an eine Stelle, wo ich das möchte. Das ist egal, welches Teilchen. Das ist ein Joker-Teilchen. Und in dem Moment, wo ich das Joker-Teilchen ziehe, wird dieses Joker-Teilchen auch abgehandelt. Und dann kommen alle Teilchen wieder rein. Ist jemand schon über 80, ist das Spiel vorbei. Ja, über diese Dings. Aber ansonsten geht das weiter und an den nächsten Spieler. Und dann seht ihr da auch, dass da ein Startspielerwechsel tatsächlich vollzogen wird auch mal. Das war's von der Regelerklärung. Kommen wir nun zum Fazit. Benni, was meinst du denn so von dem Spiel? Hä? Du musst gleich mit ihm anfangen, bist du sicher? Nein, ich will nicht mit dem hier anfangen. Ja, ja, okay. Fasse dich kurz. Ja. Ich nehme mal so viel vorneweg. Wir haben schönes Material. Wir haben hier dicke Teilchen, sowohl Wasser als auch Landmassen. Wenn man genau hinschaut, dann sieht man sogar, dass die Landteilchen ein bisschen höher als das Wasser sind. Damit möchte man quasi auch symbolisieren, dass das Land über das Wasser ragt. Auch schön gemacht sind die Sortierkästen, die ein bisschen friemelig sind aufzubauen, aber wenigstens alles sauber an Ort und Stelle halten. Und Georg hat auch keine Probleme gehabt, genau. Im Gegensatz zu anderen, was man so online gelesen hat. Ja, dann haben wir hier einen relativ schlicht gehaltenen, aber farblich überladenen Track mit Zahlen, der auf der Rückseite, wenn man von der Stanzung ausgeht, korrekt aufgedruckt ist und auf der Vorderseite zweimal eine 44 aufweist, wo ich mir die Frage stelle, wer bei AEG das Zählen da nicht gelernt hat. Ja, auch ansonsten, wir haben einiges an Holzmaterial, wir haben diese Bingo-Steinchen, die wir aus dem Beutel ziehen, die sind schön dick, die fühlen sich wertig an, das macht beim Spielen rein gefühlstechnisch Spaß. Und ich habe es ja schon, wir haben es ja schon so ein bisschen geteasert im Intro. Dann zieht man als allererstes Teilchen quasi dieses wilde Teilchen, wie es in der Regel so schön heißt. Ja, ja. Darauf gehen wir auch nochmal ein. Dann ist das so ein bisschen Frustfaktor, weil man dieses Material gar nicht genießen kann. Aber zu weiteren kommen wir dann später. Genau, also Dennis, deine Meinung, komm. Ja, das wäre meine Meinung. Ja. Genau. Wir haben ja noch gar keine Meinung gesagt, aber ja, wie gesagt, ich finde das Material auch sehr schön. Ich war nur am Anfang, wir haben es ja nicht so gespielt, dass man ein bestimmtes Kartenset bekommt, so kann man das machen, sondern wir haben einfach die Karten gedraftet und das hat mich erstmal so ein bisschen, okay, ich habe jetzt so viele Karten auf der Hand, was will ich denn jetzt haben, was bringt mir denn was, was funktioniert denn als Engine, die man sich hier zusammenbaut? Und dann guckt man natürlich, okay, die gibt hier pro Berg 5 Punkte, hier habe ich noch eine Karte, die mir einen Berg hinsetzt, nämlich die beiden irgendwie, ja. Also man versucht dann so ein bisschen zu erschließen, was man brauchen könnte oder worauf man spielen will. Und da das eh gedraftet wird, guckt man dann, was man noch bekommt und was dann zu dem Rest passt. Aber ja. Gut, zusätzlich kriegt man natürlich auch hinterher neue Karten, kann man ja immer neue Karten erhalten. Das stimmt. Das ist ja auch immer ein Mechanismus. Wobei, auch in den Regeln steht, sag ich mal, man kann das Spiel auch gewinnen, indem man auf seinen ursprünglichen 12 Karten sitzen bleibt. Das kann man durchaus machen, auch mit den vorgefertigten Sets. Die vorgefertigten Sets sind ja eh immer, sag ich mal, eher für Anfänger gedacht. Und da habe ich gedacht, ich habe nicht damit gerechnet, den Dennis damit zu überfordern mit den Drafting-Mechanismen. Ja, überfordern nicht im Sinne von, dass ich das nicht hingekriegt habe, aber ich musste schon überlegen, okay, was kombiniere ich da, dass es mir am meisten bringt. Am Schluss, ja, ich war auch weit vorne, habe zwar nicht gewonnen, aber wahrscheinlich war es dann vielleicht eine falsche Kombination oder es hat dann einfach nicht funktioniert, ne? Weil letztendlich ist es Glück. Ja, was wird richtig, gezogen, genau. Was kann man hinlegen, ne? Man kann es ein bisschen durch diesen Startmarker, den ich nicht sehe, beeinflussen, weil man das dreht, kann sich dann neue Würfel nehmen, mit denen man wieder dann diese Karten hier sozusagen bestückt. Ja, aber wenn ich halt einen Seehund habe, der halt drei Wasser braucht und es kommt halt nur Gras und alles, kommt eh immer das Falsche, ne? Wenn er euch auf was einstellt. Ja, muss man vielleicht so viel Variation da liegen haben, dass man immer irgendwas vollkriegt. Dafür braucht man aber auch genug Würfel. Das ist aber der Punkt, ja. Genau. Ja. Das ist beides ist der Punkt dann dabei. Das muss man wirklich genauso tun. Ja. Checken wir aber mal so die Spieleranzahl, so die Packungsangaben. Angegeben ist 2 bis 6 Spieler. Georg, in welchen Gruppengrößen hast du es schon ausprobiert? Meistens mit 4, 5 haben wir es gemacht, ja. Okay. 5 haben wir es gemacht. Spielzeit ist angegeben mit 45 bis 75 Minuten. Ist das einzuhalten? Wir haben immer
Anfänger dabei gehabt. Und mit Anfängern ist es immer ein bisschen schwierig, sich auf das Vokabular, dass sie sich auf das Vokabular einnehmen. Selbst jetzt zum Schluss, bei unserer Partie zum Schluss, gab es dann immer noch Fragen. Meine, was ist denn jetzt eine Landmasse genau? Und sowas, richtig, was ist denn das genau? Und da muss man jede Karte ist da individuell gestaltet und hat eine eigene, ich glaube, die sind auch nummeriert sogar. Also die haben eigene Zahlen dann dabei drauf. Also das ist wirklich herausfordernd, eine kleine Herausforderung dafür. Auch zu dem Mechanismus, sag ich mal, hier zu dem Mechanismus, man kann seine Engine so aufbauen, natürlich, dass man, es gibt ja auch verschiedene Karten, die es erlauben, du tust zwei Sonnen rein und kriegst dann zwei Whites raus oder sowas gibt es dann auch oder zwei andere und man kann sich die auch eben erspielen dann im Laufe des Spiels. Es geht genauso. Okay, was aber tatsächlich aufgefallen ist, also auch in der Vierspielerpartie, die ich mitgespielt habe, ist, dass die Downtime schon so ist bei einem Spiel zu viert, dass man es eigentlich zu fünf und zu sechs gar nicht spielen möchte. Weil die Zeit, die draufsteht, die kann man quasi gar nicht erreichen. Hm. Und wir hatten Spieler dabei, die flott gespielt haben, die jetzt nicht sich zu Tode gesnickert haben. Also keiner eigentlich in unserer Viererrunde. Aber allein durch dieses 500-mal Ekos rufen, zieht sich das dann, wenn es blöd läuft, extrem. Und gerade wenn jetzt ein Spieler nicht betroffen ist, weil er genau weiß, dieses Steinchen hat bei mir jetzt nichts ausgelöst, aber drei andere Spieler am Tisch haben Ekos gerufen. Ja. Und dann kann dieser Spieler quasi Ekos auf Toilette gehen, sich einen neuen Drink holen. Das kann dauern und das kann ziemlich lange dauern. Mhm. Und das ist so ein bisschen ein Manko in dem Spiel. Zumal auf der Schachtel angepriesen wird, synchrones Spiel. Wir haben es diskutiert bei einem Kaffee und ich habe gesagt, es steht drauf, aber ist eigentlich ein schlechter Gag, weil das Einzige, was synchron ist, ist, dass jeder auf ein entsprechendes Symbol entweder ein Klötzchen drauflegt oder sein Blättchen weiterdreht. Das ist das Einzige, was synchron läuft. Und in dem Moment, wo einer Echos ruft oder mehr, läuft da gar nichts mehr synchron. Ja. Und dann wiegt dieses Warten bei Echos das zeitlich, dieses Synchrone, eigentlich nicht mehr auf und wir haben mehr Nicht-Synchrones als Synchrones. Richtig. Und das dann auf ein Spiel drauf zu schreiben, finde ich sehr verleitend in die falsche Richtung. Mhm. Und ich suche gerade, also wundert euch nicht, ich suche hier gerade Karten mit gutem Deutsch, aber ich finde sie nicht. Was halt am Schluss ein bisschen schade war, zum Beispiel die Ines, die war relativ, also die hat die 80 Punkte getriggert und war relativ weit vorne und dann hast du, glaube ich, noch 5-6 Steine rausgezogen und das hat im Endeffekt ihr noch mehr Punkte gegeben, wir sind noch ein bisschen weiter nach vorne gekommen, aber ab da hätte man es eigentlich sofort. Ja, aber 5-6 Steine ist jetzt auch nicht so schlimm, das dann noch rauszuziehen. Ja, aber dann kamen ja noch Echos. Leute haben ja Echos gerufen. Ja, das heißt, wir haben wir haben, glaube ich, noch eine halbe Stunde oder Viertelstunde gespielt, obwohl das der Sieger eigentlich schon lange. Gibt halt eigentlich zum Schluss auch da nochmal Karten, die einem doch mal 20 oder mehr Siegpunkte geben. Stimmt, das hattet ihr, glaube ich, auch. Das ist ja dann auch. Ich hatte zum Beispiel eine mit den Bäumen dabei. Wenn die nochmal getriggert hätte, wäre ich da auch in die Richtung. Richtig. Gekommen. Hätte, genau. Das heißt, es ist halt da wieder Glück, kriege ich dieses Steinchen, das ich so dringend brauche, um nochmal 20 Punkte zu bekommen. Oder nicht? Ja, es ist sehr glückslastig eben durch die Steine, die man da zieht. Man kann zwar immer was tun, indem man eben seinen Startspieler dreht und dann sich halt Würfel holt oder halt eine Karte ausspielt. Das finde ich ganz cool. Ja. Ja. Mein Problem bei dem Spiel ist, dass es sich bis 60 Punkte eigentlich oder bis der erste 60 Punkte überschritten hatte, relativ gut angefühlt hat und danach hat sich in der Rangfolge der Spieler, glaube ich, nichts mehr geändert, außer dass sie sich nach vorne geschoben hat und dann sogar noch den Worst-Case-Fall hatte. Sebastian war in unserer Partie, glaube ich, bei 78 oder 79 Punkten und es war klar, wenn er das nächste Mal Echos ruft, dann hat er die 80 Punkte. Mhm. Aber wir mussten quasi nochmal den nächsten Spieler abwarten und wenn der dann aus dem Beutel hier 15 Dinger rauszieht, dann zieht sich das nur nochmal unheimlich lange, macht den Glücksfaktor noch größer und am Schluss bekommt man nicht mal irgendwelche Punkte, wenn man auf 6 Karten jeweils N-1, wobei N die Anzahl an Klötzchen ist, die man draufbringen kann, N-1 Klötzchen drauf hat, dann bringt einem diese 20 verteilten Klötzchen auf den Karten gar nichts. Keinen müden Punkt. Und es kann sein, und das stört mich tatsächlich, Georg hat es ja auch angesprochen, dass nach dem Motto, wenn bevor das Wild gezogen wird, noch ein einziges anderes kommt, was ich einsetzen kann, dann trigger ich einmal meine komplette Engine durch, krieg 20 Punkte und das Spiel sieht ganz anders aus. Hm. Und das macht so ein bisschen allzufällig für das, dass die
Karteneffekte, die man sich aussucht und die man ausspielen kann, wieder schon eigentlich auf Kennerniveau sind oder auf einem soliden Kennerniveau, während das hier eigentlich typisches Familienspiel ist. Und eigentlich würde ich jetzt gerne hier einen Quacksalber von Quedlinburg auf den Tisch stellen, um so eine Diskussion anzuheizen, weil als Quacksalber von Quedlinburg zum Kennerspiel des Jahres nominiert wurde, ging ein Aufschrei durch die Spiele-Community. Wie kann man sowas als Kennerspiel bezeichnen? Dann sage ich, wie kann man sowas als Kennerspiel bezeichnen? Weil es hat, mal abgesehen von den Karten, die Kennerniveau sind, ist das hier reines Bingo. Es ist reines Bingo, mehr ist es nicht. Macht euch nichts vor, es ist schönes Bingo vom Material. Aber mehr ist es nicht. Das sehe ich ein bisschen anders, auch wenn man da zum Schluss die Karten alle durchtriggern kann, zum Schluss nochmal, dann hat man sich das auch erarbeitet. Ja, aber wenn ich es nicht durchtriggern kann, weil mir genau ein Klötzchen fehlt, dann kann es sein, du kannst nicht mal mit der Verteilung in dem Säckchen arbeiten. Genau. Warum? Weil der Sack nicht komplett rausgezogen wird. Wenn man alles rausziehen würde, könnte ich damit arbeiten und könnte sagen, ja, aber ich brauche nur eine blöde Sonne. Und da drin sind keine Ahnung wie viele Sonnen und es wird keine davon gezogen. Genau deswegen gibt es das Spielende-Kriterium, dass zum Schluss eine Wild gezogen wird. Und dann kannst du, gerade wenn du überall noch ein Klötzchen fehlt, darauf, dann kannst du das alles noch durchbringen. Ja, aber dann, das ist, nur dann. Ja, aber das ist der letzte Zug. Dann, ja, das ist genau der Punkt. Genau, aber da haben wir genau das Problem, dadurch, dass ich immer nur bis zum ersten Wild rausziehe und dann wieder den Beutel resette, habe ich nicht mal eine Gleichverteilung über das ganze Spiel. Die kann ich nicht haben. Vielleicht über 20.000 Partien, weil ich ziehe nicht jedes Mal 10, ich ziehe nicht jedes Mal 15. Es ging ja jetzt darum, dass du zum Schluss, kriegst du den Wild, definitiv. Deswegen meinte ich ja, wenn mir vor dem Wild eines gekommen wäre, was ich brauche, was vielleicht 7 Mal da drin liegt, aber blöderweise kein einziges Mal gezogen wurde, in der Beutel bis auf 9 Teilchen raus. Das heißt, mit dem Wild oder hast 10. du gegeben, dass du immer 1 einsetzen kannst, also musst du so spielen, dass du immer 1 wenn es das Spiel zulässt. Genau. Gut, bei Azul ist es zum Beispiel anders, da zieht man so lang, bis es leer ist und dann füllt man alles wieder rein und macht dann wieder von neuem. Ne? Also dann kann man wieder abschätzen. Dann könnte man wieder Verteilung arbeiten. Hier hast du so tatsächlich komplett. Kannst du zumindest erstmal, die Wahrscheinlichkeit hast du schon. Du hast am Anfang, wenn der Beutel leer ist, hast du genau diese Wahrscheinlichkeit. Richtig, du kannst danach genau errechnen, wie viel dann, wie oft die Sachen kommen. Ja, aber wenn ich und wenn dann danach wieder der Beutel resettet wird, dann mehr Sonnen. Wenn ich aber 10 Sonnen drin habe, kann es trotzdem passieren, du ziehst 20 Teilchen raus und kein einziges davon war Sonnen, obwohl Sonnen mit der höchsten Wahrscheinlichkeit drin ist. Klar, wenn ich jetzt auf Reh spekuliere und da sind bloß 2 Stück drin, ist das Bullshit. Aber wenn dann nicht mal Sonne oder Wasser getriggert wird, weil nichts gezogen wird, dann ist es halt frustrierend. Und genau dieser Frustfaktor finde ich tatsächlich für ein Spiel mit der Komplexitätsmöglichkeit zu groß. Dafür gibt es aber eben Karten auch, die dir dann die einzelnen ein oder anderen Ressourcen umwandeln oder Wilds erspielen. Das ist einfach da auch mit drin. Die muss man halt dann auch entsprechend bauen. Halt auch aber die muss auch bekommen, richtig. Ja. Wenn sie schon im Draft nicht dabei ist, dann musst du sie in dem Spiel bekommen. Dann drehst du eben dein Dings hier durch dabei und dann kannst du davon Ressourcen richtig. Und dann habe ich nachher ziehen. Dann habe ich nachher 5 und Plötzchen spielen. Und ihr merkt, wir sind so ein bisschen zwiegespalten am Tisch. Musst du halt immer 3 Rauszieh-Züge warten, ne? Weil einmal drehen ist nichts und zweimal drehen kannst du dir eine neue Karte holen. Kriegen, genau. Richtig. Und dann nochmal dreimal. Und dann musst du nochmal, dann kannst du sie spielen. Das heißt, du hast 7 Züge, um eine neue Karte zu bekommen und um sie zu spielen. Jeder Zug ist einfach eine Ressource ziehen und nicht ein Ekos. Es ist nicht ein Ekos dabei. Aber die anderen Karten, die irgendwas machen, passieren. Die brauchen auch. Ja, natürlich, aber das kann ja auch bei dir passieren. Ja, klar, natürlich. Ja? Klar. Das ist doch. Ja, es ist du musst schon deine Engine aufbauen und natürlich du musst auch ein bisschen achten, was die anderen da zurechtbauen an der Landschaft dann und du musst auch da eventuell umplanen und deswegen gefällt mir an dem Spiel, dass ich da nicht einfach sagen kann von vornherein, ich mache eine Strategie und dann habe ich Multiplayer solitär. Das ist es nämlich genau nicht, ich hatte dann gedacht, habe ich dann gesehen, einer trennt da die Landschaften, dann spiele ich mal eine Karte, die mir das dann ermöglicht, da wenn ich auf zwei verschiedene Landmassen mit jeweils 2 Tieren sitzt, dann habe ich da Vorteile davon und plötzlich ist der Dennis da und baut dann diese Landmassen da zusammen. Ja, dann kann ich die Karte schon nicht mehr verwenden. Ja, aber das sind genauso Mechanismen, das, was ich dann mag, weil du das eben dann auch umplanen musst an der Stelle. Mhm.
Aber ich finde, dass das Umplanen schwieriger ist als bei anderen Spielen zum Beispiel, weil du halt eben 7 Züge warten musst. Deswegen ist es auch ein Kennerspiel und kein Glücksspiel. Ein Glücksspiel. Ja, was ich komisch finde, ich verstehe diesen Hype um dieses Spiel nicht, weil als es rauskam, waren alle so, oh, super, kaufen, dann ist es ausverkauft und mega toll. Ja, und Zertifikate von anderen Kanälen bekommen, die wir jetzt an dieser Stelle nicht nennen wollen. Und plötzlich in der Community ein Aufschrei von wegen, das wird das Kennerspiel des Jahres 2020 und... Ja, versteht mich nicht falsch, als wir es gespielt haben, ich fand es gut, so wie es war. Ich habe aber gemerkt, es hat mich nicht ganz so vom Hocker gehauen. Und wenn jemand sagt, ne, wenn, ich meine, wie du sagst, man soll sich nicht vom Hype beirren lassen, ich höre mir immer gern alles an, dann spiele ich es und mache mir selber eine Meinung. Ne? So ist es bei Filmen, bei Spielen, egal. Ja, natürlich hat man so eine kleine Ding, dass man sagt, okay, wenn die jetzt alle sagen, das ist gut, dann muss es ja gut sein. Ein bisschen, aber letztendlich spielt man es und dann sagt man, nee, was labern die da für einen Blödsinn, ne? Ja. Und hier muss ich echt sagen, ich verstehe den Hype nicht. Es ist okay, aber es hat so ein paar Sachen, die mir nicht so gefallen. Ich würde es aber auch nochmal mitspielen, einfach um nochmal zu gucken, ob ich beim zweiten Mal das anders mache. Mhm. Aber ja... Kennerspiel des Jahres? Nein. Mir geht es ja ähnlich tatsächlich. Und man kann direkt den positiven Abschluss machen. Ja. Ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, es ist ein schlechtes Spiel. Definitiv nicht. Man muss sich nur dessen bewusst sein, dass es einen hohen Glücksfaktor hat, trotz der strategischen Komponente. Und das ist genau das, was mich an dem Spiel stört, weil es mir dafür viel zu lange dauert. Also das Verhältnis Spielzeit mit Glück. Ja, wenn ich ein glückslastiges Spiel möchte, dann möchte ich keine 2 Stunden spielen. Und das Problem ist, dieses Spiel hat halt das Potenzial, jenseits der 60, 80 Minuten zu sein. Und wie ich vorhin angesprochen habe, ich würde, wenn ich was möchte, wo ich aus dem Säckchen ziehen möchte, wo ich irgendwo familiär zugänglich ist, aber trotzdem irgendwo einen gewissen Kniff, einen gewissen Reiz hat, dann spiele ich da tatsächlich lieber einen Quacksalber von Quedlinburg. Und noch ein kleines Ding, es ist mehr solitär. Man guckt natürlich schon, was machen die anderen da, wie kann ich da was zerstören, was für mich wieder gut ist. Aber letztendlich guckt man, was man hier hat und versucht, das halt zu ermöglichen. Das und muss man auch noch sehen. Man merkt oft erst, was die anderen ausliegen haben, wenn man nicht so macht, dass man die Karte vorliest, wenn man sie ausspielt. Dann merkt man oft erst, was die anderen liegen haben, wenn sie sie zum ersten Mal getriggert haben. Und das ist so ein bisschen auch unübersichtlich, wenn man mit mehr als 3 Mitspielern spielt. Weil wir haben ja immer gesagt, die roten liest man vor, ne? Wie war das? Die Karten? Die roten Karten musst du tatsächlich vorlesen, weil die Landschaften zerstören, also die an den roten Flavortext auch haben, dann beziehungsweise rot markiert sind dann. Weil die einfach auch mehr, die geben viele Siegpunkte dann dabei, aber auf der anderen Seite zerstören sie oder machen sie auch irgendwas. Aber nach 3-4 Runden hatte ich schon wieder alles vergessen, was sie mir erzählt haben. Ja, ja. Das ist aber ja. Ja, okay. Aber das ist genau der Punkt, sag ich mal, an der Stelle. Du kannst es, wenn du es öfter spielst, ich glaube, man kommt da viel besser rein in das Spiel dabei. Man muss da viel besser reinkommen an die Stellen. Das Erweiterungspotenzial gibt es da auch mit den Karten, sag ich mal. Und was mir daran gefällt, ist eben noch nach oben hin, hat es einen sehr, sehr hohen, also man kann sehr hoch, man kann deutlich strategischer spielen. Das andere ist eben, wenn ich mich natürlich nur auf mich konzentriere, nur auf die Karten, was mache ich mit den Karten, klar, okay, dann sieht das da alles ein bisschen glückslastig aus. Aber wenn ich alles, meine Engine baue, ich habe das auch bei einer Partie mit Jochen da erlebt, der hat auch schön sein Ding da gebaut, der Dan ist, glaube ich, über die 80, hat dann das Ende getriggert und der Jochen hat ihn dann noch überholt in dieser Runde. Ja, genau. Das ist aber dann, ein paar Karten sind eben sinnvoll für das Endgame, ein paar Karten sind eher sinnvoll am Anfang. Die kann man dann auch gut zerdröllen. Aber hinterher, wenn man Punktekarten hinterher hat, gute Punktekarten und dann hinterher noch die andere Karte hat, die es dann ermöglicht, eine andere Karte wieder auf links zu drehen, nochmal nach links zu drehen, das ist natürlich, das sind alles schöne Engine-Mechanismen, die man da haben kann. Und bezüglich Hype, da mache ich mir eh keine Sorgen. Also mir gefallen Spiele, ob sie Hype haben oder nicht, das ist mir völlig wurscht. Da gibt es so viele Sachen, die vom Hype geschädigt sind, das ist mir völlig egal. Nee, also wie gesagt, mir ist das auch egal, aber wenn man halt das hört, dann denkt man schon drüber nach, warum ist das so? Ich habe dem Spiel dann nicht negative Gefühle gegenüber. Genau, ja. Es ist einfach nur immer eine Sache zwischen Erwartungen, was erwarte ich und was nicht. Und wenn ich natürlich selber auf einem Hypezug bin oder von einem gehypten Spiel viel erwarte und hinterher auch bekomme, ist das ja alles super. Aber wenn ich es dann eben so nicht bekomme oder anders bekomme, dann bin ich enttäuscht. Das seid ihr jetzt, aber das
Ich habe diese Enttäuschung nicht, weil ich davon dem auch nichts, aber nicht weniger erwartet hatte. Ich war nicht gehypt durch das Spiel, muss ich wohl dazu sagen. Ich war nicht gehypt durch das Spiel. Ich habe mitbekommen, dass es alle auf dem Schirm haben und habe mir die Frage gestellt, okay, was macht dieses Spiel jetzt so besonders? Und da wir es dann gespielt haben, habe ich gesagt, okay, den Hype verstehe ich aus meiner Perspektive nicht. Ja. Ich glaube, es ist auch ein Unterschied, ob man nur den Hype mitbekommt oder ob man tatsächlich selber, wie du angesprochen hast, gehypt ist. Ja. Dann wirklich wartet und fahren noch will, mal anders, ich, anders war. Ich wollte es ja nicht haben. Ja. Ich wollte nur spielen. Gut, das war unser jetzt doch etwas länger geratenes Fazit zu Ecos. Ist auch mal schön, wenn man nicht einer Meinung ist, dann merkt ihr vielleicht auch, dass wir beschäftigen uns mit den Spielen. Wir reden da tatsächlich auch viel drüber. Und wir hatten aber auch, muss man vielleicht auch noch zum Abschluss dazu sagen, wir hatten Mitspieler, die in beide Richtungen reagiert haben. Also wir hatten Mitspieler, die nach der ersten Partie aufgestanden sind und gesagt haben, boah, ist das zufällig, dauert mir zu lang und viel zu viel Glück. Also da war ich nicht allein. Und dann gab es natürlich auch die Mitspieler, die aufgeschaut haben, ja, ist ganz nett, spiele ich mit. Ja, aber so, es ist so, ich glaube, die Meinung bei den meisten war mehr so durchwachsen bis durchwachsen positiv. Also nicht durchwachsen, verhalten bis verhalten positiv. Das jetzt nochmal unsere ausführliche Meinung, habt ihr jetzt gehört. Schreibt mal in die Kommentare, habt ihr Ecos schon gespielt? Wart ihr davon angefixt? Seid ihr davon angefixt? Oder was sind vielleicht andere Spiele, die ihr sagt, genauso überhaupt, mindestens? Das wäre auch mal interessant. Tatsächlich Spiele, die einen großen Hype erfahren, die wir vielleicht nicht nachvollziehen können. Oder umgekehrt, Spiele, die total unter dem Radar fliegen, die aber vielleicht einen Hype verdient hätten. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr Schönes sehen wollt. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Vielleicht gibt es dann genauso eine hitzige Diskussion wie bei Ecos. Wir werden sehen, ne? Ja. Abschlusssatz mache ich dann noch. Und zwar suche ich jetzt auf diesem Weg neue Mitspieler, die Ecos spielen. Ich bin dabei. Ich spiele es nochmal mit, Georg. Ecos-Spieler aus dem Raum Karlsruhe dürfen sich unter der Chiffrennummer... Genau. Einfach so melden und die Kommentare. Dann spielen wir die Socke wieder mit, Ecos mit. Die Socke, ja. Socke wieder mit. In diesem Sinne, bevor es blöd wird, sagen wir Tschüss, viel Spaß beim Spielen und bis bald.